So, liebe Rasenfreaks, es ist soweit. Ja, es ist soweit. Der Regen ist vorbei. Der Regen, es war Wahnsinn und es war natürlich gut. Der Regen hat richtig zugeschlagen. Eine Woche lang Regen. Und heute Abend, Montagabend, den 30. September, ist es endlich mal trocken. Ich kann mähen und ich will heute zum ersten Mal mit meinem E-Flex mähen. Wir werden also jetzt nicht ganz so viel machen. Mähen, mähen, mähen. Yeah! Nochmal mähen. Und der Rasen sieht super aus. Hammer. Der Rasen. Richtig Hammer. So, und was haben wir? Regen, Wurmhaufen. Wir haben jetzt viele Wurmhaufen. Das werdet ihr gleich sehen nach dem Mähen. Es gibt heute nicht viel mehr, außer E-Flex mähen und dann hinter den Rasen beurteilen. Yes! 14 mm. Ich habe ihn auf 14 mm eingestellt. Ich kann ihn nicht höher stellen. Meinen Toro Greens Master habe ich auf 16 mm eingestellen können. Den E-Flex konnte ich nur auf 14 mm maximale Schnitthöhe einstellen. Da gibt es auch so ein Paket von Toro, um die Schnitthöhe zu erhöhen, muss ich leider auch noch kaufen. Er hat 14 Messer, ist für so hohes Gras eigentlich gar nicht geeignet. Mal gucken, wie es funktioniert. Ja, liebe Rasenfreaks, es ist tatsächlich wahr, ich habe mir doch den E-Flex gekauft. Ein Profi-Greensmäher, völlig bescheuert, aber ich konnte nicht widerstehen. Fetter Akku, 14 Messerspindel. Ich messe mal ganz kurz die Schnitthöhe der Halme und dann geht's los. Das Gras ist schon wieder rausgewachsen, so zwischen 25 und 30 mm. Auf 14 jetzt runtergehauen, ein Drittel Regel. Falsch. Also ein Drittel Regel ist schon so hoch. Egal, ich versuche mal. Ich hoffe, es geht jetzt. So, kleine Zwischenbilanz. Gerade mähen ist noch nicht so richtig gut. Nicht so ganz einfach mit der Maschine. Die Maschine ist wirklich sehr schwer. Und das Kurvenfahren ist noch nicht so ganz gut. Die Ausrichtung noch nicht so gut. Aber das Schnittbild sieht schon gierig aus. Thank you.
So, jetzt sieht man hier Wurmhaufen. Überall die plattgedrückten Wurmhaufen. Da ist das hohe Gras, da ist das niedrige Gras. Naja. Ja, nicht so ganz einfach mit dem E-Flex. Die Maschine ist wirklich sehr schwer, obwohl der Schwerpunkt ganz gut auf die hintere Rolle verlagert ist. Also sie lässt sich leicht anheben, die Maschine, und drehen. Trotzdem merkt man das Gewicht. Man merkt auch, wie der Boden auch noch runtergedrückt wird. Ist natürlich nicht so schlimm wie bei den Rädern meiner Triplex mehr. Mein Händler hat mir gesagt, also bei 14 bis 16 mm, 18 mm oder mal 20 mm Schnitthöhe geht 14 Messer überhaupt nicht. Bei den Schnitthöhen, die ich hier mähe, ist eigentlich die 8 Messerspindel die richtige Spindel. Die 14 Messerspindel schneidet von 2, irgendwas bis 4,6 oder so. Die 11 Messerspindel, ja, die geht auch schon mal bis 10. Aber für die hohen Schnitthöhen, die ich hier eigentlich mähen will, ist eine 8 Messerspindel das Richtige. Das heißt, da muss ich nochmal umrüsten. Hat der Rasenfreak sich bekauft oder nicht? Ich bin verrückt. Also ich meine, das mit dem Geräusch ist natürlich schön. Die Maschine ist nicht geräuschfrei, so wie ich in meinem ersten Video hier gesagt habe. Man hört schon deutlich die Mechanik. Da werde ich nochmal reingucken. Die Riemen sind vielleicht schon ein bisschen verschlissen, die Lager. Sonst ist die Maschine eigentlich wartungsfrei und wir haben hier die schönen Streifen. Ja, Freaks, kurzes Video zum ersten Einsatz des E-Flex nach dem großen Regen, der sehr, sehr wichtig war für die Natur. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss. Yes. Noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss: den Rasen nicht gleich nach dem Schnitt beurteilen. Etwas warten, denn sonst verfälscht das Bild, weil der Rasen wird erstmal runtergedrückt und richtet sich langsam wieder auf. Und jetzt wird er immer besser. Ja.